Herzlich willkommen zu Strafrecht BT03. Heute geht es weiter mit dem Mord, nachdem wir in der letzten Folge den Totschlag besprochen haben. Manche von euch werden sich jetzt fragen, warum wir erst den Totschlag und dann den Mord besprochen haben. Hierzu gibt es in Anführungszeichen einen Meinungsstreit, ob der Totschlag bzw. der Mord als Qualifikation des Totschlags angesehen werden kann oder ob beide Tatbestände einzeln für sich stehen. Den werden wir uns in den nächsten Folgen anschauen, diesen Streit. Zunächst einmal möchte ich gerne mit euch den Mord an sich mal anschauen. Und wenn wir uns das Gesetz angucken, dann sagt Absatz 1 zunächst einmal nur, dass der Mörder mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft wird. Das heißt, es gibt nur ein Strafmaß für den Mörder, nämlich lebenslange Freiheitsstrafe, unter Umständen dann eben noch mit Sicherheitsverwahrung, je nachdem, ob der Täter psychisch krank war oder nicht. Das ist allerdings was anderes, das interessiert uns jetzt noch nicht. Der Absatz 2 StGB ist für uns viel wichtiger. Der besagt: Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder aus sonst niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Puh! Manche von euch werden sich jetzt denken: Okay, was zur Hölle soll das? Der Paragraph 211 Absatz 2 StGB beschreibt einzelne Mordmerkmale. Der Mord ist verwirklicht, wenn eins von diesen Merkmalen vorliegt. Das heißt, es müssen nicht drei oder vier vorliegen oder auch zwei. Es reicht ein Mordmerkmal, damit der Mord bejaht werden kann. Welche Mordmerkmale haben wir jetzt? Wir haben die Mordlust, die Befriedigung des Geschlechtstriebs, die Habgier, die sonstigen niedrigen Beweggründe, die Heimtücke, die Grausamkeit, die gemeingefährlichen Mitteln, die Ermöglichungsabsicht und die Verdeckungsabsicht. Das sind insgesamt neun verschiedene Mordmerkmale. Wenn eins davon vorliegt, ist der Mord verwirklicht. Ihr seht jetzt, ich habe jetzt die drei verschiedenen Gruppen, wir unterscheiden zwischen erster, zweiter und dritter Gruppe, habe ich jetzt farblich dargestellt und diese drei Gruppen unterscheiden sich. Die erste und die dritte Gruppe sind sogenannte täterbezogene Mordmerkmale. Täterbezogene Mordmerkmale beziehen sich auf den Täter. Ja, also wie der Täter handelt, aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier, sonstigen niedrigen Beweggründen, um eine Tat zu ermöglichen oder um eine Tat zu verdecken. Diese Mordmerkmale werden im subjektiven Tatbestand geprüft und auch nur dort, nicht im objektiven Tatbestand prüfen. Die Mordmerkmale der zweiten Gruppe, das sind tatbezogene Mordmerkmale, die werden im objektiven Tatbestand geprüft. Und das sind auch nur solche der zweiten Gruppe, sprich Heimtücke, Grausamkeit und gemeingefährliche Mittel. Ich möchte hier keinen sehen, der Mordmerkmale der zweiten Gruppe im subjektiven Tatbestand prüft oder der Mordmerkmale von der ersten und dritten Gruppe im objektiven Tatbestand prüft. Das ist grob falsch und das wird euch Punkteabzug in der Klausur geben, und zwar einen großen Punkteabzug. Ja. Tatbezogene Mordmerkmale, die sich auf die Tat selber beziehen, als Tatbestandsmerkmal, die werden natürlich im objektiven Tatbestand geprüft. Und solche Mordmerkmale, die sich nur auf den Täter beziehen, die sich subjektiv auf den Täter beziehen, werden natürlich auch nur im subjektiven Tatbestand geprüft. Ganz, ganz klar. So, wir werden uns jetzt die einzelnen Mordmerkmale einzeln anschauen und was diese besagen. Ich sage euch jetzt schon mal, einige der Mordmerkmale, die sind sehr, sehr selten und werden in der Klausur auch nicht drankommen. Wir werden diese allerdings trotzdem besprechen, damit ihr wisst, worum es hier geht. Und wir werden jetzt in der heutigen Folge werden wir jetzt die Gruppe 1 Mordmerkmale besprechen und in den nächsten Folgen folgen dann Gruppe 2 und Gruppe 3. Fangen wir an mit der sogenannten Mordlust. Die Mordlust beschreibt die Freude an der Vernichtung menschlichen Lebens. Und ihr merkt schon an der Definition, das wird uns wahrscheinlich nicht so oft begegnen. Nein, tut es nicht. Die Mordlust ist in der Klausur, ja, wird ganz, 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 ganz selten nur angesprochen. Ein Beispiel hierzu. Serienmörder S verfolgt die A eines Nachts bis zu einem stillgelegten Bergwerk. Die A muss auf ihrem Weg nach Hause an dem Bergwerk vorbei. S möchte endlich wieder einen Menschen töten, er kann es kaum erwarten, sein letztes Opfer liegt bereits 15 Wochen zurück. Für den S wirkt die Tötung eines anderen Menschen beruhigend und gleichzeitig denkt er sich immer wieder andere Tötungsmethoden aus, ja, um seinen Tötungswahn auszuleben. Für die A hat er sich einen Totschläger gekauft, welchen er der A über den Kopf zieht und anschließend so oft weiter einschlägt, bis die A stirbt. Das ist ein klassischer Fall des der Mordlust, sprich der S tötet nur wegen der Lust, ja, und einer Freude an der Vernichtung menschlichen Lebens. Er möchte die A nicht töten, weil er ihr Geld bekommen möchte, nicht weil er irgendwie dadurch erregt wird, nicht weil er
eifersüchtig ist oder so. Er möchte sie nur töten, um seinen Drang nach der Tötung eines Menschen zu befriedigen. Ja, ganz klarer Fall einer Mordlust. Kommen wir zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. Auch hier, das ist ein Mordmerkmal, welches nicht drankommen wird in der Klausur. Ja, also ich kann mir keinen Fall vorstellen, in dem das drankommen könnte. Ja. Wobei es hier einen Streitfall bezüglich der Vergewaltigung gibt. Ja, da kommen wir später nochmal zu. Grundsätzlich ist die Befriedigung des Geschlechtstriebs. Ja. Zur Befriedigung des Geschlechtstriebs tötet, wer im Tötungsakt selbst geschlechtliche Befriedigung sucht, Lustmord, wer tötet, um danach seiner sexuellen Lust an der Leiche zu befriedigen, oder wer die Tötung seines Sexualobjekts zumindest in Kauf nimmt, um typischerweise den Geschlechtsverkehr durchführen zu können. Und hier ist auch das, was ich gerade meinte, falls in der Klausur eine Frau vergewaltigt wird, ja, und wer durch die Vergewaltigung die Tötung seines Sexualobjekts billigend in Kauf nimmt, dann kommt eine Befriedigung des Geschlechtstriebs als Mordmerkmal in Betracht. Deswegen, ja, also ein solcher Fall ist mir in einer Klausur noch nicht begegnet. Aber rein theoretisch kann es vorkommen, dass sowas drankommt. Also solltet ihr euch das merken. Der klassische Beispiel zur Befriedigung des Geschlechtstriebs ist im Prinzip der Fall hier. Der selbsternannte Kannibale von der Spree Armin A. sucht sich sein Opfer Udo U. im Internet aus, um dessen Genitalien abzutrennen und dieses anschließend vor den oder und diese ja, anschließend vor den Augen des U zu verspeisen oder eben das Genital. Ja. Hierbei sucht der A sexuelle Befriedigung. Anschließend möchte er den U zersägen, in Plastiktüten einpacken und anschließend im angrenzenden Wald vergraben gehen. Hier liegt ein Fall der Befriedigung des Geschlechtstriebs vor, weil der Armin A hier das Opfer tötet, um daran sexuelle Erregung zu verspüren. Ja. Er isst sogar die Genitalien des U vor dessen Augen und das erregt ihn. Im klassischen Ausgangsfall, siehe auch BGH-Entscheidung vom 7.2.2007, ist es so, dass Armin Meiwes, den kennt man wahrscheinlich als den Kannibalen von Rothenburg, der hat sein Opfer auch im Internet gesucht, hat es dann zu sich nach Hause eingeladen, das damalige Opfer hatte sogar eingewilligt, dass er umgebracht wird, beziehungsweise dass sein Genital abgetrennt wird. Und anschließend wurde dieses Genital vom Kannibalen in der Pfanne scharf angebraten und verspeist vor den Augen des U. Anschließend wurde der U dann geschlachtet und getötet. Und der A hat dann Leichenteile eingefroren und diese dann in den darauffolgenden Tagen zubereitet und verspeist. Und er hatte dann sexuelle Erregung. Er hatte diesen ganzen Tötungsakt dann auf Video aufgenommen, hat sich dann ja, das ganze Zeug angebraten, gegessen und während er das gegessen hat, hat er sich dann das Video angeschaut und sich sexuell befriedigt. Das ist der Ausgangsfall gewesen. Und der BGH hat damals bejaht, dass auch eine sexuelle Befriedigung nach der eigentlichen Tötung per Videoaufnahme auch schon ausreicht, um das Mordmerkmal der Befriedigung des Geschlechtstriebs zu bejahen. Das ganz kurz nur nebenbei. Wie gesagt, das Mordmerkmal, das wird selten nur drankommen. Dann kommen wir zur Habgier. Bei der Habgier tötet man einen anderen Menschen mit dem rücksichtslosen Streben nach Gewinn und materiellen Gütern oder Vermehrung des Besitzes. Klassisches Beispiel, A tötet seinen Großonkel O, um an dessen Erbe zu gelangen. Da werde ich jetzt kein weiteres Wort zu verlieren. Habgier ist eigentlich relativ klar, was damit gemeint ist, wenn ich jemanden töten möchte, um an dessen Geld ranzukommen. Dann kommen wir zu den niedrigen Beweggründen. Das sind solche Beweggründe, welche sittlich auf tiefster Stufe stehen und als besonders verwerflich anzusehen sind. Die niedrigen Beweggründe, die sind, ja, ich nenne es immer eine Art Auffangmordmerkmal. Das heißt, wenn die anderen Mordmerkmale nicht greifen, dann kann man immer wieder auf die niedrigen Beweggründe schielen, auch als eine Art Generalklausel zu verstehen. Es ist so, dass hierzu vor allem, ja, als niedrige Beweggründe vor allem Wut, Eifersucht oder Egoismus an oberster Stelle stehen und diese sind als besonders verwerflich anzusehen. Wie gesagt, man sollte wirklich immer den Fall vor Augen haben, man sollte immer die im Sachverhalt angegebenen Hinweise beachten und ordentlich argumentieren.
Und das ist vor allem auch bei den niedrigen Beweggründen erforderlich, denn sonst kann man diesen Beweggrund viel zu schnell bejahen. Klassisches Beispiel: A tötet seine Frau F, weil er diese mit einem anderen Mann in der Stadt gesehen hat und blind vor Eifersucht war. Ja, wie gesagt, die ganzen Eifersuchtsfälle, das ist ein klassischer Fall von niedrigen Beweggründen, da ja, Eifersucht einfach sittlich auf tiefster Stufe steht. Ja, das ist ganz klar. Dazu zählen natürlich auch Wut und Egoismus. Wenn jetzt beispielsweise eine Frau ihr Baby tötet, ja, weil sie keine Hoffnung mehr gesehen hat, das Baby durchzubringen, weil sie kein Geld hatte für das Baby, weil sie keinen anderen Ausweg gesehen hat und komplett verzweifelt war und ihr Mann sie verlassen hat, dann wird man die niedrigen Beweggründe regelmäßig nicht bejahen, ja, ganz klar. Also immer im Einzelfall schauen, ob man es bejahen kann oder nicht. Das war es grundsätzlich jetzt zu der ersten Folge bezüglich des Mordes. In den nächsten zwei Folgen werden wir uns dann die Gruppe 2 und Gruppe 3 Mordmerkmale anschauen. Und anschließend werden wir besprechen, wie man den Mord genau prüft und vor allem auch, ob der Mord eine Qualifikation des Totschlags ist oder nicht. Ja? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Paragraph 31.